Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Folge Sagebrush. Wie kann man nochmal. Ja, ich habe jetzt ein bisschen nicht mehr. Guck mal, hier. Tür öffnen ging nicht, ne? Ich habe dieses Schloss nicht gesehen. Und dort können wir 8. So. Also. Ja, 8 Zahlen eingeben. Ich habe mir in der letzten Folge die Daten aus der Schule. Schule war das? War das eine Schule? Ich glaube ja. Auf diesem Kalender diese Daten nicht aufgeschrieben. Ich schlauer Junge. So. Feier zur Geburt unseres Propheten. Der hatte irgendwo sowas gesagt, ne? 18. Juli. Also 1807. Weißt du was? Ich schreibe mir die Daten alle mal eben auf. Achtzehnter. Dritte, sechste. So. Und siebter, vierte. So. Huch. Wollen wir doch mal schauen, ob ich richtig liege? Okay. So. Ich bin gespannt, was es in diesem Haus gibt. Boah. Diese Tür-Samples, ne? Ja, es ist ja. So, Vorhängeschloss benutzen. Was hatten wir jetzt? 18. Siebte. So. Auch nicht. Habe ich nicht. Okay, machen wir einfach weiter. Dritter, sechste. So. 0603. Verdammt. Vorhängeschloss rastet ein und lässt sich leicht vom Tor ein. Okay. Huch. Okay. Was ist auf dieser Ranch geschehen? Oh, ich dachte gerade, das ist alles Blut. Junge. Okay, das ist. Keine Ahnung. Wohnzimmer, Aufenthaltsraum. Ich weiß es nicht. Bessie ist, glaube ich, auch nur das Haus des Propheten. Wie hieß er nochmal? James? Ich glaube, James. Was haben wir hier? Hier können wir auch nur wieder hier reingucken. Das ist immer noch das gleiche Zimmer. Gut. Wollen wir einfach mal reingehen. Ich glaube ja, das Lichtschalter da. Wunderbar. Was haben wir? Leute. Ja, klar, mach. Boah, Alter. Was zur. Okay. Scheiße. So. Schriftstück lesen. Wie wir alle wissen, ist Sünde unsere Schuld. Und Schmerz ist unsere Währung. Indem wir mit Schmerzen bezahlen, reinigen wir uns selbst und werden auf die Tage der Abrechnung vorbereitet. Dennoch, neue Lehren wurden mir vom Engel Sariel in einer Vision geschenkt. Die Lehre der alternativen Reinigung wurde offenbart. Wie wir wissen, ist die Sünde das Kreuz der unreinen Träger. Aber wenn einer vollständig gereinigt wurde, wie kann aus dieser Tat Sünde entstehen? Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die Tat wird zu einem göttlichen Akt. Um tief im Inneren zu wissen, dass ein wirklich gereinigter Körper selbst gereinigt werden muss, das heißt mit
einem zu liegen, der vollständig gereinigt ist, bedeutet die Notwendigkeit der Blutreinigung zu umgehen. Was zur Hölle? Dies gilt für alle gereinigten Körper, aber, und ich sage das nicht, um anzugeben, ab jetzt bin nur noch ich vollständig gereinigt, Pater. Okay, huch. Was passiert denn hier? Schnelle Hauptschlüssel mitnehmen. Mein Gott, ach, kranker Scheiß. Bett untersuchen. Ein Bett bezogen mit roten Satintüchern und Kissen dazwischen. Ja, das, ja. Sockel untersuchen. Ein großer, flacher Sockel, ähnlich einem Altar, steht am Fuße des Bettes. Wollen wir mal gucken, was hier so, ne? Hier geschrieben wird. Gesagt wird. Entschuldigung. We have all been given our purposes by the Lord. And if we listen close enough to our hearts, if we pray hard enough, we can feel that purpose coursing through us. To excel in our God-given purpose is its own form of cleansing. Some of us are called to labor in the fields to feed the flock. Some are called to train and defend us, others to teach our children the true way of things. The Lord calls upon many women to provide succor and relief. Now, those of you with husbands may be rightly confused. Is this not a sin? I ask you, do you not love the Lord more than your husband? Would you deny the Lord himself your love? I am his flag bearer. Leute, was ist das für ein kranker Scheiß? Kamera untersuchen. Eine Videokamera, die auf das Bett gerichtet wurde. Du betätigst die Auswerfentaste und findest ein VHS-Band darin. Ich will gar nicht wissen, was der hier gemacht hat. Die Welt ist ein niederträchtiger Ort und die Erlösung kann nur durch Christus gefunden werden. Dies ist die Wahrheit und obwohl das der Herde des Herrn bekannt war, achtete sie nicht auf das Wort. Der Herr Christus ist vor tausenden Jahren für ein endgültiges Urteil herabgestiegen, wie es in den Schriften vorhergesagt wurde. Unter den Menschen fand er keinen einzigen wahren Gläubigen. Die Engel weinten, aber der Pakt wurde gewahrt, wie es sein sollte. Niemandem wurde das ewige Leben zu Füßen des Herrn gegeben, und die Menschen wurden zurückgelassen, um in ihren Sünden zu verfaulen. Verlaufen. Haha. Seit 200 Generationen entweihen die Menschen die ihnen gegebene Erde. Sie haben sich gegenseitig umgebracht, kannten sündhafte Frauen und begehrten falsche Götter. Sie verdienen es nicht, gerettet zu werden. Okay. Immer noch kranker Scheiß. Haben wir das schon gelesen? Nein, Notiz an Viola lesen. Meine süße, süße Vi, ich habe eine sehr wichtige Aufgabe für dich. Es gibt einen Betrüger unter uns, eine lügende Schlange, die beabsichtigt, unsere Herde zu ruinieren. Das ist ein Test. Wir müssen unseren Glauben beweisen, indem wir dieses Geschwür entfernen. Oh. Der Betrüger wird sich mir niemals offenbaren, aber vielleicht dir. Ich möchte dich bitten, deine weiblichen Reize zu nutzen, um den Männern der Herde näher zu kommen. Konkret mache ich mir Sorgen um Andrew, Leonard und Peyton. Bringe sie dazu, sich dir zu öffnen. Wenn sie nichts zu verbergen haben, wird ihnen vor Christus vergeben werden. Finde den Betrüger, damit wir ihn von dieser Welt tilgen und unsere Hingabe an unseren Herrn beweisen können. Tu dies für mich, für die Herde und für Christus. Dein dich über alles liebender Pater. Gut. Soweit, so gut. Wir haben einen Schlüssel für. Irgendwas, ein Schlüssel mit einem Etikett, auf dem Wohnwagen-Hauptschlüssel steht. Können wir damit eventuell alle Wohnwagen öffnen? Warum ist das Licht hier wieder aus? Moment, das Licht. Hä? Achso. Oh ja, gut. Ne, ist ja okay. Warte mal, hier gucken, weil
Wir hatten ja auch schon einen Schlüssel, der an einer Sa Oh Gott, ey. Okay, machen wir mal gucken. Jetzt kann ich hier, guck mal, könnt ihr lesen. Ich habe jetzt keinen Bock, das ganzen Sektenscheiß hier. Gut, ich hoffe, das war jetzt nichts Wichtiges, sonst muss ich hier gleich nochmal hin und mir das einmal durchlesen. So, in meiner Küche hier gucken. Hier haben wir natürlich nichts. Da haben wir noch einen Lichtschalter. Komm schon. So, oh, wunderbar. Gucke mal. Was war das? Okay. Ach so, Schatten von. Oh, okay, alles klar. Annes Tagebuch lesen. Eine weitere Nacht hier unten schlafen. Ich will mich nicht beschweren. Ich kann James und die anderen von hier aus hören. So glücklich, so erfüllt. Das wärmt mein Herz. Also will ich mich nicht beschweren. Aber es ist kalt hier drin und irgendwas lässt meine Allergien verrückt spielen. Es ist schwierig zu schlafen, aber ich schätze, dass all das es wert ist. Huch. Oh, ich komme immer noch nicht mit der Steuerung klar. Das Schreibmaschine untersuchen. Eine staubige alte Schreibmaschine mit einem vergilbten Blatt Papier darin. Hör auf damit, Haus. Das ist ja schrecklich. Okay. So, auf diesem Klo hängt kein Zettel mit irgendwelchen Bibelauszügen. Okay. Mein Mittelalter, das hält ein Buch in der linken Hand. Das Gemälde wirkt weniger professionell, aber die Entschlossenheit des Mannes ist spürbar. Definitiv. Definitiv. Was haben wir hier? Hinter diesen Türen befindet sich ein heiliger Raum. Nur vollständig gereinigte Gläubige, denen von Pater James eine ausdrückliche Erlaubnis erteilt wurde, dürfen eintreten. Der Herr schützt diesen Raum. Eindringlinge werden mächtig leiden. Ey. Nein? Nein. Okay. Wir werden diesen Schlüssel wahrscheinlich in einem der. Wird es immer dunkler? Oh, das gefällt mir nicht, dass es immer dunkler wird. Das gefällt mir nicht. Oh, vielleicht wird es bei mir hier drin auch heller und deshalb sehe ich nicht mehr so gut auf dem Bildschirm, aber. Oh Gott, ich habe das Licht angelassen. Ist ja schrecklich. Alter Vater. Gut. Wohnwagen. Wohnwagen, Wohnwagen, Wohnwagen. So, wir hatten noch einige. Ich weiß nicht mehr, in welchen wir schon drin waren. Wollt ihr mich verarschen? Ah, ey, es ist unglaublich. So, hier waren wir schon drin, ne? Obwohl, Julia und Ellie? Zugeordnet. Oh, ich hab keinen Bock jetzt nochmal alle. Mann. Hier waren wir drin. Hier waren wir schon drin. Da waren wir schon. So. Zugerostet. Ja, natürlich. Oh, warte mal. Wir hatten doch einen Wohnwagen mit Kette, ne? Wir hatten doch einen, der zugekettet war. Der war es nicht. Wie man sieht, war da keine Kette dran. Was haben wir hier? Schwester Diane. Oder Diane. Ich weiß es nicht. Huch. Zugeheuer. Hatte ich mir fast gedacht. Hier waren wir gerade dran, ne? Henry. Zugerostet, ja. Ist alles nicht so einfach. Was haben wir hier? Josiah. Oh, wem gehört das? Lennart. Alles klar. Hallo. Was ist das? Ist das Whisky? Ist das eine Whiskyflasche? Ist das. Meins. Ah, schön.
So. Was haben wir da? Leonard Henry. Keine Ahnung. Cornflakes. Ja, Whisky. Huch. Alles klar, Henrys Notiz lesen. Leo, das muss er sein, ich bin mir sicher. Er hat noch nicht gesprochen, aber ich habe keine Zweifel. Schnüffle ein wenig bei seinem Wohnwagen herum und schau, ob du ein Druckmittel finden kannst. Wir haben das Schloss ruiniert, als wir ihn gestern geschnappt haben. Also wirst du deinen Bolzenschneider benötigen, um hereinzukommen. Aber bei wem? Du sollst nicht töten, aber so einfach ist es nicht, oder? Wir sind die Armee Gottes, wir müssen unsere Herde schützen. Das ist ein Krieg, Seelen stehen auf dem Spiel. Wir müssen entschlossen und unerschütterlich sein. Warum also hören meine Hände nicht auf zu zittern? Warum sehe ich immer wieder sein Gesicht, wenn ich meine Augen schließe? Ich hätte nicht gedacht, dass das Kämpfen für den Herrn bedeuten würde, einen unbewaffneten Mann mit einer Schaufel zu Tode zu prügeln. Was? Herr, warum hören meine Hände nicht auf zu zittern? Lennart. Oder Leonard. Mir egal, es ist Whisky, okay. The deceiver changed Father James, though only a few of us seemed to notice. He had new revelations almost daily. Doctrines changed. Actions that would have been terrible sins previously were suddenly permissible, while seemingly innocent behaviors became mortal sins. The others seemed to have no problem going along with it. I wondered if something was wrong with me. Father grew visibly agitated, and as adamant as he was about the sanctity of his new revelations, something was different. He was scared, and that scared me. Okay, keine Ahnung, was man. Huch, Entschuldigung, davon halten soll. Okay, das da hinten war wahrscheinlich das Licht, was wir angelassen haben, ne? Wo ist denn der verkackte Wohnwagen mit dem Schloss, Alter? Ja, natürlich, zugerostet. Ja, klar. Verarsch dich selber. Gut, hier ist kein Schloss vor. Das war Diane. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Ja, freilich. Vans. Ist auch zugerostet. Was haben diese Leute gemacht mit ihren Wohnwagen, Alter? Da waren wir auch schon. Wo ist das Ding mit der Kette? Kette, 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 Kette. Waren wir hier schon drin? Ja, ne? Hier, ach, hier gab es überhaupt nichts. Cool. Ich schätze mal, dass wir den Fernseher oben beim Propheten in der Bude finden, ne? Ey, das gibt es nicht. Wo ist denn. Nee, warte, da war die Karte. Zoom. Zoom, 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 zoom. Da kann man jetzt auch nicht wirklich viel hoch erkennen. Außer. Ach, da. Hehe. Ja. So, du kappst die Kette, welche erschlafft zur Seite fallen. Die Kette, Entschuldigung. Die Tür steht einen Spalt weit offen. Alles klar. Hallo. Alter. Boah, ich hoffe, hier schleicht keiner rum, ey. Peytons Notiz lesen. Was? Nee, Entschuldigung. Vielleicht später. So, erstmal hier das Ausdruck lesen. Übertragungscode. Was? Griffe mehr durchführen. Bewaffnete MIL-Klasse HW plus Training. Die meisten sind 100% in Verwendung, werden Gewalt anwenden. Was? Notiz von Lilien. Ich habe mein Schloss gewechselt, wie du es vorgeschlagen hast. Ich habe eine Kopie des neuen Schlüssels unter den Baum in der Nähe der
Feuerstelle gelegt. Feuerstelle. Wo war die denn nochmal? Da hinten. Irgendwo da hinten. Oh. Mädels, Jungs, wie auch immer. Ich sehe gerade, wir haben die Zeit voll. Oh, Alter. Wir werden einfach in der nächsten Folge weitermachen. Ich weiß nicht, warum ich mich immer erschrecke. Es wird hier niemanden geben, der auftaucht. Es ist, glaube ich, nur ein Walking Simulator. Keine Ahnung. Ich erschrecke mich. Egal. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.